Runde 3 des Finaltags der Amateure. 4 Partien wurden um 15.45 Uhr angepfiffen. Im Finale in Württemberg die SG Sonnenhof Groß Asbach und der VfR Aalen. Der VfR in den schwarz-weißen Trikots mit dem ersten echten Highlight dieser Partie. 35 Minuten gespielt. Ali Oderbass zum 0:1. Der Viertligist geht in Führung. Und bei diesem Spielverlauf bleibt es im Sportpark Fautenau auch bis zum Pausenpfiff. Nur 2 Minuten nach dem Wechsel der nächste Treffer für Aalen. Alessandro Abruschia am Ende der Torschütze. Neuer Spielstand 0:2. Aber Groß Asbach noch nicht wirklich auf der Verliererstraße, schlägt zurück. Der Anschlusstreffer erzielt von Dominik Salz. Kurz zuvor eingewechselt mit dem 1:2 nach 54 Spielminuten. Es wird wieder spannend. 10 Minuten vor dem Abpfiff. Foulelfmeter Aalen wird getreten von Ibrahima Diakite. Und viel souveräner kann man vom Punkt nicht verwandeln. Aber das war noch nicht der Schlusspunkt. Nach Gelb-Rot für den Groß-Asbacher Mistel, Aalen in Überzahl. Und mit dem letzten Treffer dieser Partie durch das zweite Tor von Alessandro Abruschia in der Nachspielzeit. Und das war's dann. Der VfR Aalen holt sich den Pokal des Fußballverbandes Württemberg. Das Landespokalfinale in Brandenburg bestreiten Energie Cottbus und der SV Babelsberg 03. Im Duell der beiden Regionalligisten dauert es bis zur 23. Minute, bis Cottbus ganz in Rot in Führung gehen kann. Maximilian Kraus, verantwortlich für das 1:0 für den Aufsteiger in die dritte Liga, Energie in Führung. Und als sich viele schon auf den Pausentee freuen, schlägt Babelsberg zurück. Die Nachspielzeit der ersten Hälfte läuft. Paul Wegener, der Torschütze. Und so endet die erste Hälfte mit 1:1 im Stadion der Freundschaft. Nach der Pause Cottbus wieder mit mehr Dynamik im Spiel nach vorne. Timmy Thiele. Und der trifft zum 2:1. Energie zum zweiten Mal in Führung. Und eine Viertelstunde vor dem Abpfiff Cottbus noch einmal erfolgreich. Tim Heike, diesmal der Torschütze, das 3:1, 2 Tore Vorsprung, perfekt. Und der hält bis zum Schlusspfiff. Energie Cottbus ist der Landespokalsieger 2024 in Brandenburg. Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue, die Endspielpaarung in Sachsen. Ein echter Klassiker im Rudolf-Habig-Stadion. Über 27.000 Zuschauer, aber leider torlos diese Partie in der ersten Hälfte und auch im zweiten Durchgang. Es geht also in die Verlängerung. Und da sind wir schon in der zweiten Hälfte der Extra-Time. Dresden jetzt immer spielstärker und dann ist es Panagiotis Vlachodimos, der trifft. 110 Minuten hat es gedauert bis zum 1:0 für Dynamo. Der Treffer ist verdient, die Dresdner Fans rasten aus und das zu Recht. Dresden weiter offensiv, nicht nur aufs Halten dieses knappen Vorsprungs bedacht und das wird belohnt. Wieder Panagiotis Vlachodimos, der Torschütze zum 2:0 Endstand. Damit gewinnt Dynamo Dresden den Pokal des Fußballverbandes Sachsen. Das Finale im Landespokal Niederrhein bestreiten Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiß Essen. Fußballherz, was willst du mehr? Ja, Tore zum Beispiel, aber die gab es nicht in der ersten Hälfte im Stadion. An der Hafenstraße 0:0 zur Pause. Nach Wiederanpfiff RWE dann mit dem besseren Start. Sascha Völke hat die Nerven. Führungstreffer für Essen nach 50 Minuten durch den erst 22-Jährigen. Klasse durchgesetzt und dann richtig cool verwertet. Nach einer guten Stunde dann dieses Foulspiel von Stappmann gegen Völke. Strafstoß Essen, klare Sache. Finko Schapina übernimmt die Verantwortung und das zu Recht. Das 2:0 für den Drittligisten. Die Zeichen stehen auf Pokalsieg. Und danach RWO nicht mehr in der Lage, dagegen zu halten. Essen mit dem Konter. Abgeschlossen von Ron Berlinski. 3:0 für Essen. RWE gewinnt souverän. Und damit auch den Landespokal des Fußballverbandes Niederrhein.